Lektion 358. Kein Ruf an Gott kann ungehört und unerwidert bleiben. Und dessen kann ich sicher sein. Seine Antwort ist die, die ich wirklich will. Du allein, der du dich erinnerst, was ich wirklich bin, erinnerst dich an das, was ich wirklich will. Du sprichst für Gott und sprichst somit für mich. Und das, was du mir gibst, kommt von Gott selbst. Deine Stimme, Vater, ist demnach ebenso die meine, und alles, was ich will, ist das, was du mir schenkst in eben jener Form, in der du beschließt, dass es mein sein soll. Lass mich alles das erinnern, was ich nicht erkenne, und lass meine Stimme stille sein, während ich mich erinnere. Doch lass mich deine Liebe und Fürsorge nicht vergessen, indem ich dein Versprechen an deinen Sohn in meinem Bewusstsein stets bewahre. Lass mich nicht vergessen, dass mein Selbst nichts ist, dass aber mein Selbst alles ist. Ihr seid wahrhaft gesegnete Wesen und ich bin der, den ihr als Jesus kennt. Und viele der Dinge, die ihr wollt, sind nicht gut für euch. Viele der Dinge, von denen ihr denkt, dass sie euch glücklich machen werden, werden euch nicht glücklich machen. Aber dieses Spiel ist etwas tricky, etwas schwierig zu spielen. Wie wisst ihr, was zu tun ist? Wie wisst ihr, wo ihr hingehen sollt? Wie wisst ihr, was ihr folgen sollt? Folgt ihr der falschen Person nach Hause, dem falschen Gott nach Hause? Was wir heute möchten, dass ihr das versteht, ist, dass ihr ein System der inneren Führung habt, das makellos mit der Liebe ausgerichtet ist. Und das bedeutet, dass ihr euch gut fühlen werdet, wenn ihr auf dem Weg seid. Und es bedeutet, dass ihr euch schlecht fühlen werdet, wenn ihr neben der Spur seid. Und wir sprechen hier nicht über Vergnügen. Wir haben das schon mal besprochen. Wir sprechen nicht darüber, wie gut ihr euch fühlt, wenn ihr ein Stück Schokoladenkuchen esst. Das ist eine Empfindung des Vergnügens und das ist nicht glücklich sein. Tatsächlich ist es so, wenn ihr in zu viele Vergnügungsempfindungen eintaucht und euch darin ergötzt, wird euch das unglücklich machen und zu Sucht führen. Denn das Gehirn wird durch die Sinne stimuliert und es wird eine Chemikalie freigesetzt, die euch gut fühlen lässt, während ihr eure Sinne benutzt. Was wir möchten, worauf ihr euch fokussieren sollt, ist ein generelles Gefühl von Leichtigkeit und Glücklichsein und Zufriedenheit durch den Tag. Etwas, das nicht so viel fluktuiert oder schwankt. Nun, für viele von euch ist das hier ein Traum. Es gibt eine Unbeständigkeit in euren Emotionen. Es gibt Schwankungen in euren Reaktionen zu dem, was in der Welt vor sich geht. Und das ist euer Schlüssel, dass ihr jetzt noch nicht mit der Liebe ausgerichtet seid, mit Glücklichsein. Ihr sucht nach wie vor in der Welt nach Glücklichsein und sie gibt es euch nicht. Sie bietet euch vielleicht einige vorübergehende Lösungen an, aber es ist kein generelles Gefühl von Wohlbefinden, das euch durchdringt. Also das ist es, wie ihr wählt. Ihr wählt Dinge, die euch mit der Zeit generell besser fühlen lassen. Also wir wollen euch hier ein Beispiel geben, einen Spaziergang zu machen in der Natur. An jedem Tag scheint nicht so eine bedeutende Sache zu sein. Aber wenn ihr es fortsetzt, einen Spaziergang in der Natur zu machen, Monat für Monat, dann werdet ihr ein Level von Verbindung und Glücklichsein zu dieser Natur entwickeln, das euch besser fühlen lässt über die Zeit hinaus.
Wenn ihr Dinge kauft, damit ihr euch besser fühlt, ist das, was ihr im Laufe der Zeit sehen werdet, dass einen Monat, nachdem ihr dieses Paar Schuhe gekauft habt, von dem ihr dachtet, dass es euch glücklich macht, da seid ihr euch vielleicht deren in eurem Schuhregal gar nicht mehr bewusst. Oder vielleicht zieht ihr sie gelegentlich mal an und das schenkt euch eine Minute oder zwei lang Vergnügen. Aber das ist sehr kurz. Das ist das Feedback, das ihr erhaltet und das sagt. Und das Bestellen von Schuhen, um euch glücklich zu machen, funktioniert nicht über die Zeit hinaus. Also, was wir möchten, dass ihr das heute alle tut. Und das ist heute offensichtlich ein sehr spezieller Tag, ein sehr feierlicher Tag, der Heilige Abend. Also wir möchten, dass ihr viel Zeit verbringt, zu realisieren, wie viel ihr konsumiert, in verschiedenen Formen, ob das Essen und Trinken ist, Shoppen. Es ist eine Zeit für Kontemplation darüber, wo ihr glücklich seid, also danach zu schauen, wo ihr glücklich sein sucht. Sucht ihr es außerhalb von euch oder kultiviert ihr mit der Zeit gesunde Gewohnheiten, die euch ein Gefühl von Zufriedenheit bringen und Leichtigkeit? Ich bin der, den ihr als Jesus kennt, und ich werde morgen wieder zu euch sprechen.